sind hier in Venetien und haben einen Cabernet Sauvignon Merlot, Dugal sein Name. Zwei Reben wurden verbaut, zwei ganz, ganz wichtige Reben aus Venetien. Eine sehr imposante Flasche auch, wie wir sehen. Und ich weiß, dass er auch etwas Barrique abbekommen hat. Schauen wir uns an. Die Farbe ist sehr dunkel, granatrot mit rötlichen Reflexen. Die Nase eindeutig Marmelade, fast schon Kompott, ja, sehr, sehr gehaltvoll. Erinnert an Pflaumen und rote Beeren. Sehr, sehr stark ist die Sauerkirsche ausgeprägt. Sowohl fast schon lederartige Nuancen, bisschen zartbitter, bisschen Schokolade. Unglaublich viel Körper, also im Geruch ein sehr körperreicher Wein. Der Gaumen hält, was die Nase verspricht. Schön, dass man das so sagen kann. Also ein Wein, der vollmundiger kaum sein kann. Er verbindet wirklich das Optimale von der Cabernet Sauvignon und der Corvina-Rebe. Ist sehr harmonisch, hat eine unglaublich imposante Länge. Ja. Sehr, sehr weiche Tannine und für seinen Körper erstaunlich mild.